Was geht, Leute? Mein Name ist Zauber Freestyle und willkommen hier zu einem kleinen Comeback-Vlog. Wir, also meine Eltern und ich, gehen gleich nach Speyer zum Rhein, weil wir haben von der Zeitung mitbekommen, dass da im Moment sehr wenig Wasser sein kann und dass man da sehr weit reingehen kann in den Rhein. Und ich und mein Vater waren da schon mal. Aber das war jetzt halt lange nicht mehr und wir wissen halt nicht, wann das wiederkommt. Und nutzen das aus und gehen jetzt zum Rhein. So, wir sind jetzt am Rhein. Und wir laufen gerade noch da vorne. Guckt euch mal an, wie riesig diese Brücke ist. Hier geht es einfach überall weiter. Da sind auf jeden Fall sehr viele Leute drin. Deswegen kann ich hier nicht so frei filmen. Aber ja, auf jeden Fall kann man da sehr weit rein. Weil da hinten schwimmen auf jeden Fall Leute. Und so, keine Ahnung, so 10 Meter rein stehen auch noch Kinder drin. Also von dem her. Also die sind ja schon. So, Leute, ich bin hier gerade mal in so einen kleinen Zwischenabteil gegangen. Um einfach mal zu reden. Hier sind eigentlich gar keine Leute. Deswegen ein perfektes Plätzchen, um hier mal was zu reden. Und zwar waren wir gerade eigentlich im Wasser, haben so ein bisschen halt Scheiße gemacht und haben und gehen aber gleich wieder Eis essen, weil hier ist das Wasser einfach hier. Klar, man kann reingehen, aber es ist, wir haben es uns kälter vorgestellt. Sogar das Poolwasser ist viel kälter. Digga, was? Also es fühlt sich wirklich an, als würde man drin schwimmen, wenn man da drin schwimmt. Das ist wirklich nicht sehr angenehm. Und ja, wie ihr seht, hier ist alles ausgerottet. Also hier ist ganz, hier, das hier, es ist alles komplett trocken mit da drüben. Da wird irgendwas aufgepumpt oder so. Und da ist es auf jeden Fall, wir haben Zoom, nein, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles, ruhiges Plätzchen. Deswegen, ja. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich zu meinen Eltern wieder, damit wir endlich gehen, weil es ist hier wirklich nicht sehr angenehm. Es ist sehr heiß. Ja klar, zu Hause ist auch heiß, aber trotzdem ist es viel heißer als zu Hause. Hier gibt es kaum Schatten und wenn da mal Schattenplätzchen ist, ist es immer belegt. Ja, deswegen gehe ich jetzt mal wieder zu meinen Eltern. Und ja, dieses Video ist so ein kleines Comeback, weil die ganze Zeit waren ja eigentlich gar keine Videos, Vlogs, Challenges. Ja, das wird dann aber auch in nächster Zeit wieder kommen, weil ich habe Sommerferien und das heißt 6 Wochen Freizeit. Ja, da werden auf jeden Fall mal wieder Challenges mit Julian kommen. Die Zeit werde ich auf jeden Fall sehr ausnutzen. Ich gehe eine Woche in Urlaub, da werde ich auf jeden Fall, ich glaube, ich werde es so machen, ich mache 1-2 Tage Vlog mit, also mit Hinreise und den ersten Tag, sehr laut hier, und dann mache ich noch einen zweiten Vlog, der ist dann auf jeden Fall mit den nächsten 2 Tagen. Also muss mal gucken, falls an einem Tag sehr viel passiert, dann mache ich einen Vlog natürlich auch für einen Tag. Ist ja eigentlich ganz klar. Und ja, dann werde ich halt so ein bisschen aufteilen, manchmal 2 Tage oder mal sehen, vielleicht auch 3 Tage, wenn
wirklich 3 Tage gar nichts passiert und wir dann immer nur an den Strand gehen, wenn gutes Wetter ist. Das hoffe ich auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt ein Eis schlickern. Tue ich euch 3 Deutschrap-Newcomer vorstellen. Und ja, diese Rapper will ich einfach pushen. Die höre ich im Moment so. Also Deutschrap-Newcomer, natürlich höre ich auch UFO361 und Capital Bra. Und so weiter. Aber diese 3 Deutschrap-Newcomer, die jetzt noch nicht so viele kennen, die aber saugeile Songs gemacht haben, die stelle ich euch jetzt mal vor. So, der erste Deutschrap-Newcomer ist Arion. Und von dem feiere ich den Song Friday Night besonders. Friday Night, wieder einmal draußen auf Becher mit Babax, Bitches und geklautem Lautsprecher. Glaub mir, hier kämpft jeder Kunde für. Ich pack den Link zu Friday Night, so heißt es Lied, wo ich feier am meisten, von dem in die Infobox und da könnt ihr es dann anklicken. So, der erste deutsche Newcomer, also der letzte deutsche Newcomer und für mich eigentlich auch der beste, ist Musso. Musso, vielleicht werden ihn einige kennen aus dieser Gegend. Musso ist ein Rapper aus Mannheim und ja. Wir können nur gewinnen, denn wir haben nichts zu verlieren. 10 Gramm in unter 10 Minuten. Kurze Träume in ein langes Paper, schwebe Bruder. Links auf jeden Fall wirklich in der Videobeschreibung, wie bei den anderen Clips. Wie bei den anderen deutschen Newcomern. Ist auf jeden Fall ein Rapper aus Mannheim und ich feiere ihn halt so heftig. Er hat jetzt schon. Lass mich so. So knappe 7 bis 5 oder 6 Tracks rausgebracht und sie ballern einfach übelst. Immer wenn der Track rausgekommen ist, ich habe mir den immer direkt runtergeladen, direkt 1000 Mal auf Infoschleife reingezogen, damit ich den Text auf jeden Fall kann. Und push diesen Rapper auf jeden Fall heftig und teilt es mit deinen Freunden. Und jetzt kommt noch ein bisschen anderer Vlogstoff. Der Vlog, ich hoffe, er hat euch gefallen, so als kleines Comeback vor dem Urlaub. Urlaub werde ich auf jeden Fall auch jeden Tag was filmen und ja.